Hätte gewusst, man ihm Zweige genommen haben jetzt und eben zu Ende in Part. Mushroom Paradise Megamix mit dem Zwergenfürst. Ja, scheint so, als ob wir im letzten Part das hier abgeschlossen haben. Dann würde ich mal sagen, treten wir direkt ein in die nächste Welt. In die nächste Vierer-Kombination. Oh. Wen haben wir denn hier? Donner haben wir hier. Okay. Donuts. Schöne frische Donuts. Oh, nein, ihr Gesichter. Ich bin etwas aufgeregt. Donner, so heiß ich. Und ihr mögt sicher auch Donuts. Donuts. Donuts, liebe ich. Fantastisch, machst du auch diesen fantastischen Teig. Dann kann ich euch auch mein Geheimnis verraten. Dein Geheimnis? Was für ein Geheimnis? Ob ich euch das wirklich sagen kann. Es geht um die Donuts. Ja, um die Donuts. Ich liebe Donuts, ganz einfach. Ich liebe sie über alles. Oh, da hätte ich euch vielleicht nicht sagen sollen. Aber, na gut, dein Hut war schon ein ziemlich klarer Hinweis. Ja, ich geb's zu, ich hab die Dinger zum Fressen gern. Könnt ihr meine Gefühle irgendwie verstehen? Aber sag mal, Donuts essen ist doch ganz normal, oder? Ja schon, aber es gibt da im Moment ein Problem. Hier in der Gegend gibt es keine Donuts mehr. Und ich weiß auch ganz genau warum. Und woran liegt es? Die Donuts sagen, ich mag sie nicht genug. Schlief. Deshalb bin ich jetzt auch auf eure Hilfe angewiesen. Helft mir dabei, den Donuts zu zeigen, wie sehr ich sie liebe. Wie schräg ist das denn? Komm schon, seid so süß und helft mir. Ja. Schreit es mir heraus, ich liebe Donuts. Sagt es mir mit mir zusammen, Donuts, ich bin euer größter Fan. Das denn? Dann findet auch ihr sicher irgendwann einen frischen, attraktiven Donut. Und mit Donuts ist die Welt auch einfach ein besserer Ort. Es gibt so etwas wie attraktive Donuts. Den Schlüssel zu der Tür da hinten habe ich übrigens auch. Also ihr werdet mir doch sicher gern helfen, oder? Helft mir, die verlorenen Donuts wieder zu finden. Sehr gut, ich hoffe, ihr bringt viel, viel Feingebäck von euren Abenteuern mit. So hungrig wie ich bin, könnte ich das vorher ganz selbst essen. Pipsi und der Donuts. Liebhaber. Ja. Lange, verwirrende Dialoge. Wir starten direkt mal ins erste Level hier in Bunny in Blues. Okay, was auch immer. Los geht's. In Bunny in Blues. Okay. Na dann, lass mal zeigen, wie es geht. Zeit für den Hasen mal wieder zu hüpfen. Timing ist wichtig für ein optimales Hüpferlebnis. Vorher ein wenig zu üben schadet da sicher nicht. Oder was meinst du? Ja, üben wir mal ein bisschen. Achso, mit A drücke ich hier. Alles klar, ich dachte, ich brauche den Touchpad irgendwie. Ich habe das lange nicht mehr gespielt. Ewigkeiten nicht. Ah, den Rhythmus muss man natürlich im Blues haben. Touchpad weg, schmeiß. Na komm. Zack, 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 zack. Ach man. Jetzt weißt du wieder, warum ich das lange Zeit nicht gespielt habe. Ich hab den Rhythmus nicht im Blut. Ja, das ist bei mir wirklich so. Ich hab's schwer mit Rhythmus. Schaut die letzten Parts.
Geschafft. Die nächste Übung ist minimal komplexer. Ach, Mann. Die Schwanzflosse des Wals ermöglicht höhere Sprünge. Kommt beim Landen nicht aus dem Takt. Beim Landen. One, two, three, four. Zack, 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 zack. Uha. Zack, 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 zack. Uha. Und ich klicke immer daneben. Uha. Und zack, 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 zack. Uha. Zack, zack, zack. Ihr seht's ja, wenn er eine Rolle macht, ist er falsch. Hab ich falsch geklickt. Zack, 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 zack. Uha. Zack, 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 zack. Oh, einen verfehlt. Na, komm, 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 komm. Ach, Mann. Wie soll denn das was werden? So ungefähr. Zack, 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 zack. Ach, Mann. Ach, nee. Das krieg ich doch erst beim dritten Versuch wieder hin. Und dann krieg ich den Bonus, dass ich aufhören darf. Ach, Mann, fast. Zack, zack, zack. Oh, Mensch. Ich hab den Rhythmus nicht im Blut. Ich hab es einfach nicht drauf. Ach, Mann. Ich flieg immer daneben. Ist ja nicht so, als ob ich nichts hinkriegen würde. Ich schaff immer das Erste nicht. Zack, 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 zack. Ja, das war gut. Noch einmal muss ich schaffen. Zack. Geschafft. Irgendwie habe ich es geschafft. Ganz toll. Sieht aus, als hättest du es jetzt drauf. Nachher sind die hohen Sprünge verschieden hoch. Ach, toll. Achte auf die Musik und sei drauf vorbereitet. Auch noch bei Musik und ohne Hilfe. Ach, du Schande. Also gut, bringen wir es hinter uns, ja. Bringen wir es ganz schnell hinter uns. Na komm, Hasi. Zack, 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 zack. Sie sieht doch ganz gut aus. Na komm, zack, zack, zack. Er macht relativ wenige Rollen. Sieht doch halbwegs ganz gut aus. Zack, 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 zack. Okay, ab und zu rollt er. Zack, 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 uah. Für die Neuen, die sich wundern, dass ich hier etwas schlechter moderiere, ich muss mich natürlich auf den Zack konzentrieren. Deshalb kann ich öfters nur zack, zack moderieren. Ach komm, 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 komm. Du schaffst das, Häschen. Zack, zack, zack. Oha, 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 das ist schlecht. Huha. Weit hinaus, weit hoch. Na komm schon, Häschen. Über den Wolken. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein? Uha! Das ist hoch. Wie sehr ich es versaut habe. Die Pausen hast du versemmelt. Uha! Ja, das habe ich versemmelt. Gibt's eine Münze für? Na, Kacke. Muss nochmal machen. Ob mein Plan überhaupt so funktionieren kann. X3, ich weiß jetzt, wie es geht. Los, Häschen, streng dich an. Zack, 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 hops, zack, hops, zack, zack, hops, kein Rollen machen, Häschen. Rollen machen kannst du in deiner Freizeit. Jetzt musst du hüpfen. Ich zerdrück die A-Taste. Zack, 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 zack. Ich mach sie kaputt, die A-Taste. Nach diesem Let's Play brauche ich eine neue DS. A-Taste. Muss die A-Taste auswechseln lassen. In die Werkstatt schicken und... Ach, Mann. So rede ich. Sehe es ja selbst. Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann. Komm. Zack, 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 zack. Oh, nö. Ich bin so rede ich. Und weiter geht's. Zack, zack, zack. Auf Häschen, auf Häschen, auf Häschen, auf Häschen. Ach, Mann. Ich sehe, es ist so schlecht, es ist so schlecht, es ist so schlecht, es ist so schlecht, es ist so schlecht. Viel schlechter als beim ersten Mal. Die Pausen habe ich versammelt. Okay, ja, etwa gleich groß. Ich dachte viel schlechter, okay. Habe ich mich wohl wieder mal geirrt. Dritter Versuch, ich komme. Den Text kennen wir. Er hat für das Spiel nicht gut genug. Oh, schlechter als das zweite Mal sogar und das erste Mal zusammen. Oha, ich kann nicht überschätzen. Wahnsinn. Naja, was soll's.
Ihr wisst, dass ich schlecht bin. Und wenn ihr die vorigen Parts gesehen habt, dann wisst ihr, wie es läuft. Hallo, ich bin's, der Schlangi. Ich glaube, so etwa habe ich den gesprochen. Also, wie läuft's gerade so? Ich frage natürlich aus einem bestimmten Grund. Hast du etwas Probleme mit Bunny Man Blues? Ich kann den Titel gar nicht mehr aussprechen. Ich hatte da einen Vorschlag. Du gibst mir 3 Münzen und ich markiere das Spiel als geschafft. Ja, bitte, mach das. Also gut, ich kümmere mich darum. Also genieß den Rest des Spiels, das vor dir liegt. Ja, Mann. Wir kriegen gerade so noch 3 Münzen pro Spiel. Weil jedes Mal versagen, kriegt man nur 1 Münze. Und dann wird langsam irgendwie knapp. Oh wow, schaut euch nur diesen tollen Teigkrieg an. Wieso bin ich nur so schüchtern? Wieso ist der nur so unglaublich attraktiv? Ich hätte eher gesagt, der sieht echt lecker aus. Ach Mann. Was wir hier wieder für einen Kumpan unterwegs haben, der das... Ja, nicht über den Typen aufregen. Ja, Bruder, spielen. Wir machen den 3 Versuche und dann kriegen wir es wieder geschenkt. Zeigt mir jemanden, der ein schlechteres Rhythmusgefühl hat als ich. Schau mal, ich bin der Airborder. So wird geflogen. Drücke A, um die Hindernisse auszuweichen. Den Hindernissen auszuweichen. A, um zu ducken. Zack. Oha, ich bin der Letzte wahrscheinlich, oder? Na klar bin ich der Letzte. Ich bin ganz hinten der Typ. Oh. Das erste Mal hat man es gesehen, dass ich es versaut habe, aber ja. Die anderen Mal hat es geklappt. Gute Arbeit. Das könnte ich so eventuell sogar hinkriegen. Da kommen noch mehr Blöcke. Diesmal musst du auch hüpfen. Lass Sarah mit gutem Timing los, um zu springen. Was loslassen? Ach, du Schande. Ah, drücken. Ducken, loslassen, springen. Okay. Huha! Okay. Ich weiß noch nicht richtig, wie es geht. Huha! Also drücken und hoch. Muss lassen. Was für eine seltsame Steuerung. Ha. Okay, das kriege ich doch nicht hin. Okay. Seltsam. Drunter durch schaffe ich, aber oben durch nicht. Okay. Oben schaffe ich nicht, aber unten. Unten ist sehr gut. Uah. Generell schaffe ich gerade gar nichts. Ach Mensch, ich kann hier ja nichts. Und Sprung. Okay, sah das gut aus. Oha, das war zu früh. Losgelassen. Ich muss jetzt unterdrücken und jetzt loslassen. Okay, ja, nicht ganz. Moment. Jetzt. Jetzt. Ach Mann. Ich muss also mal loslassen. Oh Kacke, das sieht schlecht aus. Komm, das schaffen wir, das schaffen wir. Das ist nur eine Übung. Perfekt. Noch 2 Mal muss ich es schaffen. Da freue ich mich schon aufs Endspiel. Das kann ja heiter werden. Und die Steuerung nicht mehr kapiere. Oh Mann. Was hat denn das jetzt noch mit Rhythmus zu tun, das Festhalten? Okay, noch einmal. Dann sind wir die Übung durch. Dann können wir mit dem Ernst des Lebens losgehen. Naja. Hm. Ich hab's wieder versaut. Na komm. Das schaffen wir. Und zack. Ja, nice. Und jetzt wird's hart. Elegant. Na dann fliegen wir mal los. Na. Hoverboard ins Paradies. Song bei Chinko. Männlich. Wow. Genau. Die Songs sind immer nice, aber mein Rhythmusgefühl ist nicht so nice. Ja, ihr seht's. Oh nein, nur noch diese fiesen Kameraschwenke. Oh nein, bitte nicht. Spiel. Och nö. Jetzt auch noch Text dazu. Dein Ernst? Karaoke. Singt mit. Ist das auf deiner Sternenkarte liegt? Okay, ich kann nicht mehr singen. Ich muss mich konzentrieren. Noch schlimm, ja. Nein! Nicht nach oben schwingen, nicht nach. Nicht,
in den Himmel schwingen. Ach Mann. Was macht die Kamera? Ich sehe doch nicht, was kommt. Ich sehe doch nicht, wo. Zeig nach vorne, Kamera, zeig mir, was kommt. Ach Mensch, was siehst du? Ach. Ach Mann. Ja, nach unten, nach unten, nach unten, nach unten. Der Sternenhimmel, ja. Schön, schön, schön. Sind nicht mal Sterne am Himmel. Zack. Okay, ja. Ich würde gerade sagen, ich habe es geschafft, aber. Ja. Ah, das ist so schlecht. Ich sehe es schon. Oh. Das ist so scheiße, dieses Spiel hier. Diese Kameraschwenks sind brutal scheiße. Schaut euch das doch mal an. Das geht doch nicht. Nee, oder? Und du willst ein Erbauer sein. Sieg, ich bin mal still und versuche mich zu konzentrieren auf die Steuerung. Und ihr singt schön mit Karaoke. Yay. Und zack. Oh Mann. Und da geht gleich das Lied los. Ich stell mir so vor, da singt jemand wirklich mit. Der liebe Mädchen, der singt bestimmt mit. Kacke. Nein. Ganz so schlecht. Och, diese Kamera, die ist so asozial. Aber geiles Lied. Wie ist es das? Ach man, ich hätte es sehen müssen. Vorbei an den Hindernis, ist klar. Der hintere Trottel, der versagt die ganze Zeit. Ach man. Sehen. Genau. Okay, das war fast perfekt. Ach Mann. Acht. Ein bisschen unbeholfen. Der Hund. Wo war da ein Hund? Habe ich nichts gesehen. Versuchen wir es noch ein drittes Mal. Ich werde es wahrscheinlich rausschneiden, aber was soll's? Und du willst ein Airborder sein? Nein, ich will kein Airborder sein. Nein, 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 will ich nicht. Ein bisschen unbeholfen, ja, das kann ich wirklich sagen. Nochmal machen wir es nicht, nein. Ich will jetzt weiter. Ja, Mann, dieses Let's Player, diese Let's Player, ja, Mann. Echt keine mehr zumuten. Hallo, ich bin's wieder, Andy. Den lesen wir nicht immer wieder vor. Der sagt immer wieder dasselbe. Wieder hochst in Miitopia. Ich gebe dir drei Geld. Drei Geld, genau, drei Geld. Dann kannst du mich durchlassen. Zum nächsten Projekt hier. Donuts. Da wird sich jemand freuen. Oh nein, welchem soll ich jetzt mein Herz schenken? Ja nicht, eine schwere Wahl. Na, Baseball. Yeah. Das klingt ja vielversprechend. Na, auf geht's. Hier ist Baseball. Home Run. Erwartet. Zeit für eine kleine Baseball-Übung. Schlag einfach die ankommenden Bälle weg. Du musst dabei nur auf dein Timing achten, klar. Da so eine feine Lady und da rechts so ein Troll. Sie wirft. Achso, ich bin der Troll. Okay. Aber wie, was zum Geier, wie lange braucht das, um durch den Vorhang zu kommen? Naja. Na komm, wirf. Zack, oha. Rhythmusgefühl. Komm, das konnte ich, glaube ich, mal. Das habe ich mal durchgespielt. Zumindest bis zu dieser Stelle. Ja, geht so. Na komm, noch dreimal müssen wir schaffen. 3, 4, zack. Das war gut. Nicht sehr gut, aber gut. 3, 4. Jetzt.
Ich dann aber jetzt. Noch einmal müssen wir es schaffen. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Das könnte man unter Umständen hinkriegen. Okay, ich muss aber dann aufhören zu labern, wenn es ernst wird, weil ich muss mich konzentrieren. Sorry, aber ich muss das. Zack! Ja, weil sonst passiert sowas. Na komm, einmal kriegen wir noch hin. 3, 4, zack! Oh Mann, komm. Einmal noch. Kriegst du hin, Troll. Nice. Übung geschafft. Jetzt wird's ernst. Ja, genau so. Also gut, dann auf zur eigentlichen Show. Und denk dran, bei der Show gibt's kein Signal. Das Publikum tobt. Los geht's. Die Musik hat Stil. Okay, das ist gut. Zack. Ach, Mann. Yes, war so noch geklappt. Von der Musik werde ich einen Ohrwurm haben. Ach Mann, komm. So schwer ist das gar nicht. Seinen zweiten Schlag erwischt. Das Spiel ist einigermaßen gut zu machen. Im zweiten Schlag schaffe ich es immer. Immerhin. Besser als nichts. Könnte sogar diesmal reichen. Ja, man muss halt zweimal zuschlagen. Zack. Oha, daneben. Oha. Home run. Zack. Das hat letztens die Kamera zerstört. Au. Affe. Nice. Der kleine Fratz. Fängt's auf. Zack. Okay, das könnte sogar halbwegs gut gewesen sein. Ohne Ton hast du Schwierigkeiten. Was? Das hat nicht gereicht. Wie gut soll ich noch schießen? Oh. Das enttäuscht mich aber jetzt. Ich meinte, ich hätte es gemacht. Komm schon. Es hätte wenigstens gut sein sollen. Mir kam es gut vor. Verloren. Jetzt. Let's ready to rumble. Nein, das ist was anderes. Das Wrestling. Ich bin still. Ich muss mich konzentrieren. Ach, ich glaube, Gold ist, wenn man jeden Ball trifft oder fast jeden. Einen darf man, glaube ich, verlieren oder zwei. Ich glaube, das muss ich auch beim ersten Mal treffen. Ich wollte ruhig sein. Na. Au. Kann sein, dass der außer Gleichgewicht kommt, wenn ich einmal schieße. Erstmal habe ich es geschafft. Diesmal nicht so. Ach, Mann. Äffchen. Komm, spiel ein bisschen mit. Der kann mir noch mal Zeichen geben. Ach, blöder Affe hier. Das ist... Ach, was du meinst hier. Vermutlich der erste Schlag verfehlt und dann gilt schon nicht. Das im zweiten Schlag ist schon blöd. Komm, das sah doch halbwegs gut aus. Mann. So ein Affe. Kriegst du eh geschenkt. Ich will es nicht geschenkt kriegen.
Das Äffchen ist ein Arschloch. Nein, ich mach das nicht normal. Das frustriert mich wahnsinnig. Ich gebe immer 3 Münzen aus, die 3 Münzen, die ich gewonnen habe. Das bringt mich doch nicht weiter hier. Der Sinn des Spiels. Hallo, ich bin der Schlängli. Ja, verpiss dich, Schlängli. Ach, Mensch. Ja, hier hast du $3 hier. 3 Münzchen. Dann muss ich kein Baseball mehr spielen. Nimm, kassier das Geld und lass mich weiter. Na, dabei dachte ich, hätte das geschafft hier. Das wäre gut daran. Ah, Mann. Habe ich mich halt geirrt wieder. Tonnen und Sliberinnen sind nur mäßig attraktiv. Fantastisch, das heißt. Nein, wir können sie doch nicht essen. Das wäre gemein. Gemein gegenüber Donuts? Okay. Fliegenfänger. Fliegenfänger bin ich ja. Das war irgendwie anders. Ach, ein Chamäleon. Oh, hab ich dich gar nicht gesehen. Ich bin ein Chamäleon. Ich fresse Insekten wie alle Chamäleons. Hier, hilfst du mir? Sogar, wenn ein Insekt in meinem Blickfeld ist. Er kann ja nichts sehen, oder? Da kann er sehen. Trotzdem muss ich ihm helfen. Zack. Oha, verfehlt. Zack. Okay. Das Timing habe ich noch nicht drauf. Okay, so geht's. Auf den Rhythmus achten. Da, 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 da. Genau so geht's. Also gut, wie sieht's aus, wenn 2 zugleich kommen? Mal schauen. Werden wir gleich sehen. Ja, geht scheinbar auch. Leider. Okay, das geht nicht. Okay, verfehlt. Okay, hätte ja klappen können. Finde ich hier jede Minute immer besser. Versuchen wir es jetzt mit einer anderen Insektenart. Okay, die bewegt sich langsamer oder so. Kann ich mir vorstellen, ja, tut sie. Ich schaff's trotzdem. Noch 2 muss ich essen. Noch 1. Zack, zack, zack. Oh, verfehlt. Mist. Zack, zack, zack. Nice, geschafft. Rhythmusspiele sind nicht so mein Ding. Nie wieder, wenn ich das Let's Play beendet habe, hier, die Let's Play-Reihe. Na. Nee, nicht noch ein Rhythmusspiel. Nicht, wenn's sein muss. Nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss. Jetzt probieren wir es mal im echten Leben aus. Jetzt kommt das Chamäleon durch den Bildschirm gesprungen, oder was? Im echten Leben. Mal loslegen. Ich halte die Schnute und konzentriere mich aufs Spiel. Nice. Ach, verkackt. Der Fuß. Klingt ein bisschen wie Gundam Style. Ach man, die Gesichter haben mich irritiert. Kacke. Oh, gewonnen sein, das Tiertagebuch. Ja, gerade so, fast schon Gold. Hurra! Beim ersten Versuch. Spitze. Haben wir heute auch noch was erreicht. Na. Erster, was? Beatstern, okay, den habe ich auch. Oh. Beatsterne habe ich auch mal erreicht. Das ist eine freudige Sache. Dieses Vieh ist echt nicht schlecht. Wir haben es geschafft. Ich bin stolz auf mich. Beim ersten Versuch. Oh, so viele und alle so unglaublich attraktiv. Ich schmelze dahin wie Schokoglasur in Sommer. Aber los, Schoko, kann ich mir auch eine nehmen, bitte?
Aber natürlich, und zwar einen mit extra viel Glasur. Ich werde euch inzwischen die Tür öffnen. Ihr habt ja alles geschafft. Naja. Geschafft. Kann man so wirklich so sagen, aber nur geschafft. Also, ja, gerade so. Ihr seid so klasse. Ich bin von Donuts umgeben. Dank euch glaube ich wieder an die Liebe. Okay, Liebe und Donuts. Ach, der ist schon Freak. Donut-Freak hier. Das ist ja wunderbar. Moment mal. Dein rosa Köpfchen sieht fast wie Zuckerguss aus. Möchtest du nicht hierbleiben und ein wenig reden? Nein, wir müssen jetzt wirklich weiter. Ja, das wird mir jetzt zu strange. Zu verrückt. Ich beende jetzt hier direkt mal den Part, damit es nicht noch verrückter wird. Däumchen nach oben, sollte es euch aus irgendeinem Grund irgendwie gefallen haben. Däumchen nach unten, sollte es euch aus irgendeinem Grund irgendwie nicht gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und ja, kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfürst. Das habe ich versaut. Wenn ihr kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfürst verpassen wollt, habt noch einen angenehmen, fröstlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut wie immer rinne. Ciao. It's paradise since the first time I saw you standing there. But it seems so long ago now, yeah. It's paradise, but no map can show us how to get there. Come on up, baby, let it love.